Es wurde versucht, Zugriff auf diese Person zu nehmen. In diesem Zusammenhang wurde ein Warnschuss abgegeben. Es wurde nicht auf die Person geschossen, so wie das manche Medienvertreter dargestellt haben. Es wurde auch kein Sprengstoffgürtel oder Ähnliches gesichtet. Es kam letztlich aber nicht zum Zugriff auf die Person und wir mussten in der Folge davon ausgehen, dass sich die Person wieder in das Objekt bewegt hat. Dem war leider nicht so, was wir dann aber erst nach Zugriff auf die Wohnung feststellen konnten.